Also ich kann auch wieder zurück. Ich speichere jetzt einmal ab, Leute. Es hat ja eine Beispielnummer genannt, ne? Das ist die Frage. Muss ich mir das jetzt echt nochmal anhören? Ich bin mir halt nicht sicher. Was kann ich hier so für Nummern ein... Es ist... Ne, ich glaube, da brauche ich schon vernünftige Zahlen. Wir versuchen es. Wir versuchen es. Ach, das Regal hier in der Mitte habe ich noch gar nicht genau angeguckt. Vielleicht ist da noch was drauf. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir noch eine Nummer finden, weil ich finde jetzt in diesem Raum gerade nichts. Na gut, gucken wir erstmal weiter. Vielleicht kommen wir noch wieder zurück. Ah, jetzt geht's aber weiter. Oh, wozu habe ich jetzt die Tür aufgeschlossen? Hier ist ja nichts. Oder geht's da oben doch noch weiter? Zumindest, ich sehe da eine heruntergelassene Wand. Achso, da kann ich wahrscheinlich wieder durchkrabbeln. Nee, auch nicht. Doch. Nee, hä? Da ist noch eine Tür, okay. Exit. Ah, hier ist nochmal ein Lagerraum. Vielleicht finde ich ja hier das Auto. Gucken. Ne, das ist aber... Das ist ein Erlebnis. Oh Gott, habe ich mich immer erschrocken. Oh. Wer bist du denn? Bist du eine Schaufensterpuppe? Schon, ne? Schon ein bisschen gruselig, wie er eben in der Ecke stand. Da ist eine Handtasche. Kann ich aber auch nicht nehmen. Okay, dann gehe ich mal in die nächste Tür. Hm. Ach, da ist ja wieder unser Vogel. Ja, da sieht es schon eher ein bisschen aus wie pink, aber das sieht nicht aus wie lila, das Ende, oder? Ja, doch. Ja, gut. Ja, mit ein bisschen Fantasie. Okay, jetzt gibt es hier aber eine Menge Bereiche. Da bin ich jetzt rausgekommen. Okay. Chica Bella. Das scheint ein Klamottenladen zu sein. Und hier höre ich was. Hier? Es summt hier. Irgendwo ist hier was. Der Vogel? Michelle, okay. Harry? Ja. Yeah. Just wanted to let you know I'm okay. John's here, finally. We're gonna see if we can find a bite to eat. I'm glad. How are you doing? I'm okay. On my way to Simmons Street. Michelle, what happened at the club? What? Sorry, Harry, you're breaking up. What was that? Michelle? Huh. Oh. Da? Ist kein Kopf. Irgendwo hier ist was. Ja, das war der Moment. Ein Ball. Haustier. Sieh mal, was ich geschenkt bekommen habe. Sie ist so süß. Sie liebt mich so sehr. Und ich... Was? Nee, und will immer das Geschick abstecken. Das Gesicht abschlecken. Oh Gott, was schreit die? Das Geschick abstecken. Das Gesicht abschlecken. Ich nenne sie... Holly? Achso. Oh. Ach, das ist so ein Hund, wie Columbo hat. Ist das ein Basset, ne? Ich glaube, ein Basset. Cool. Oh, ja, ist cool, der Hund. So. Warum haben die Schaufensterpuppen alle keinen Kopf? Das kann nicht im Sinne des Verkäufers sein, glaube ich. Ich glaube, da schreckt man eher die Kunden mit ab, wenn man so merkwürdige Figuren da im Laden hat. Celebration Time. Gift Shop. Okay, gehen wir mal in den Geschenkeladen. Cool, können wir ein bisschen shoppen gehen hier. Finde ich irgendwie mal ganz nett. So. Wedding Cards, okay. Da gibt es sogar was. Eine ist noch da. Ach so. Ah, okay. Ach, Musik. Das kann ich jetzt nicht wirklich lesen. Tut mir leid. Enjoy your irgendwas. Boah. Okay. Joa. Schön. Ob das was gebracht hat? Ah, das ist noch einer, oder? Was ist das? Okay. Ich frage mich gerade, ob das irgendeine tiefere Bedeutung hat, dass wir das hier machen können. Wahrscheinlich gibt es gleich eine bestimmte Karte, die uns irgendwie was verrät. Oder so, ich weiß es nicht.
In Sympathie. Requiem. Also wir haben ja verschiedene Musikrichtungen. Mhm. Wo denn? Hier? Irgendwas ist hier passiert. Ich habe es nicht richtig gesehen. Auf jeden Fall halt Nachricht. So, what was that code again? Yeah, I know you told me. I got a lot to remember. Aha. Well, how am I supposed to? Oh wait. No, I get it. Okay. Thanks. Streicher und Jazz, okay. So, das war Requiem. Hier war Streicher, ne? Und Jazz war da, oder? Fuck, ich weiß es gerade nicht. Ist das hier der Streicher gewesen? Glaube. Komm her. Und hier ist Jazz. Das ist der Code. Aber wie soll mir das... Hä? Wie hilft mir das denn jetzt weiter? Ach so! Moment, Jazz, das ist 50. Der stand da 50 drauf. Was ist das hier eigentlich? Mal kurz gucken. Da stand eine 50 drauf. Das war Jazz. Was ist hier? Was stand hier drauf? Also 2050 ist der Code. Ah, muss ich erstmal checken. Okay. 2050. Das wird ja wohl richtig sein, ne? 2050. Haha. Sehr schön. Okay, und wieder ein Lagerraum. Habe ich jetzt wieder ein paar Bereiche vergessen? Ich hoffe nicht. Das hatte ich schon, ne? Sicherheitsdienst, den hatte ich schon, ja. Okay. Da hinten ist eine Tür. Da. Oh. Ich will erst bei dem Geräusch hinterher. Hier? Schachtel. Okay. Yeah, I haven't lifted a finger all afternoon. No, the store was closed so they could take photos in there. For marketing. I don't know why they even need to be in there, why they can't just computer the whole thing or whatever. They weren't real customers. Models and actors, I guess. And the food they showed was like all brought in special. It was sprayed with a spritzer to make it look tasty. Uh-huh. Ja. Wenn er meint. Ich weiß halt immer noch nicht, was das diese ganzen Nachrichten überhaupt bringt. Oh, ein Messer. Kann ich das nehmen? Nee, schade eigentlich. Aber das Walkie-Talkie auch nicht. Kann ich hier auch öffnen? Nee. Warum darf ich hier reingucken? Hier ist ein das ist so eine Art Beweismittel, ne? Also das ist richtig so eingetütet, als wäre das ein Schrank vor einem Polizisten oder so, ein Spind. Ich hätte natürlich da hinten links auch lang gehen können, aber bin ich jetzt nicht. Warum ich das nicht getan habe, ich weiß es nicht. Es gibt ja halt viele Wege wieder anscheinend. Und ich gehe jetzt einfach erstmal den, ja, der mir sympathisch ist. Ich weiß es auch nicht, wie ich das entscheide. Ich gehe einfach mal den Weg entlang. Anscheinend kann ich ja wohl doch viele Entscheidungen treffen im Laufe des Spiels, die mir gar nicht so bewusst sind. So, wo sind wir jetzt gelandet? Sieht aus wie eine Bar oder ein Imbiss. One Hour Express, okay. Klettern. Ah, da kann ich. Ah, okay. Was ist das? Achso, da kann ich nochmal klettern, ja. Mhm. Okay, ein paar Geburtstagskarten. Oh, that's sweet. That's sweet, ja, finde ich auch. Da ist eine Tür. Ich gucke mir noch ein paar Regale an, bevor ich jetzt hier weg. Oh, da ist noch wieder was. Da in der Ecke. Aha, okay.
Und Problemkind. Noch ein profitabler Tag im Einkaufszentrum. Heute habe ich Folgendes eingesagt. Ein schickes Top, Memory Cards, 2 CDs, einige Bücher, einige Jeans, nee, eine Jeans und 3 DVDs. Im letzten Laden hat mich der Wachmann gesehen. Ich habe ihn ganz unschuldig angeschaut, aber ich glaube, er wusste Bescheid. Das hat sie alles geklaut. Das ist allerdings eine ganze Menge, ne? Wie kriegt man das denn hin, die ganze Jeans und so zu klauen? Die muss man doch eigentlich schon anziehen, damit das nicht auffällt, oder? Puh. Okay. Da würde ich als Wachmann aber schon kein Mitleid mehr haben. Ich meine, okay, wenn mal einer wie... Wenn ein kleines Kind irgendwie... Oder hätte das ein Foto? Also, da kann man ein Foto machen. Wenn ein kleines Kind irgendwie mal... Ja, ein Lolli mitgehen lässt oder so, würde ich als Wachmann vielleicht auch mal die Augen zudrücken. Aber doch nicht, wenn man so in dem Maße klaut. Das ist ja schon echt kriminell. So, was haben wir denn da Schönes? Eine Nachricht. Aha. 911? Oh Gott, he's bleeding everywhere! Calm down, sir. Who is bleeding? Can you describe the situation? The security guard, Malcolm. He's been stabbed. He's dead. Are you sure he's dead? Is he breathing? Oh God, she just went crazy. She was spitting and screaming. It's not right. Malcolm would never hurt a fly. She just went insane. Okay. Krass. Aber ist Malcolm nicht eher ein Jungname? Sagt immer Malcolm und She. Also, hm. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Okay, was haben wir jetzt hier? Oh, Cine. Oh, geil, Cine. Ein Kino, da möchte ich gern rein, ja. Mal eben gucken, ob da hinten vielleicht noch was ist. Also das Einkaufszentrum ist schon ziemlich groß hier. Großer Bereich, der man abgehen kann. Und wahrscheinlich habe ich so ein paar Läden übersehen. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es halt nicht. Ich hoffe mal nicht. Da hinten ist noch eine Art Poster. Vielleicht ist da noch eine Nummer drauf, die ich vielleicht wählen könnte. Das möchte ich nochmal eben checken. Tatsächlich. Join Tuki. 5558665. 86, was war das jetzt? 8665, so. Komm zu Tuki. Na gut. Hi, this is Jerry. If you are calling regarding the forthcoming Tuki production, unfortunately this has been cancelled. We apologize for any upset or inconvenience this may have caused. I know many of you have canceled plans and made special efforts to ensure your children were free to participate. Unfortunately, changing corporate priorities have meant the funding previously available to our Tuki community projects has been cut, and we cannot afford to proceed as the cost of insurance is prohibitive. Thanks again for your interest. Aha. Okay, überall nur schlechte Nachrichten. Aber ins Kino. Geil. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier für Kinofilme laufen. Hoffentlich irgendwas Bekanntes. Das wäre geil. Oh, always enjoyed the theater. Ah, die suchen Schauspieler. Okay. Oh, Spielautomaten. Aber das ist jetzt... Ist das was Bekanntes? Das kann man aber auch scheiße lesen. Zumindest ich kann es scheiße lesen. Vielleicht später im Video. Ich habe ein bisschen verpixeltere Ansicht als ihr. Contra. Weil ich ja auf einem... Ja, wie soll ich das sagen? Ich spiele das Ganze ja auf einem 16:9 Bildschirm, auf einem modernen Flachbildfernseher. Und das sieht halt ein bisschen verpixelt aus, wenn man PlayStation 1 Spiele oder PlayStation 2 Spiele in diesem Fall darüber spielt. Ihr seht es hinterher gar nicht so schlimm. Das ist mal, bei euch sieht das Bild wesentlich klarer aus. Finde ich immer sehr interessant. So. Okay, was haben wir denn da? Oh, ein Greifautomat. Da bin ich eigentlich ganz gut drin. Ich muss gar kein Geld reinschmeißen. Okay. Mensch, bin ich gut. Da seht ihr mal, ich habe Übung da drin. Das ist bestimmt ein Erinnerungsstück. Ja. Okay, was ist denn das überhaupt? Der moderne Prometheus. Sieht ja so ein bisschen aus wie ein Frankenstein-Ungeheuer, aber ohne die Teile am Kopf. Okay. Sacken wir mal mit ein. Was haben wir da? Irgendwas mit Attack. Rush Attack? Russian Attack. Achso. Okay. Ja, dann will ich jetzt trotzdem ins Kino. Hier jemand, der hier sitzt. Ne, kein Foto.